Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Optimus, der Polaris Multifuel. Immer wenn ich nach Bamberg komme, schifft's hier wie aus Eimern und man ist klitsche nass und genau dafür ist natürlich so ein Kocher was Feines, um sich mal einen heißen Tee oder einen heißen Kaffee zu machen. Wir haben es euch ja in dem Video unserer Outdoor-Kocher-Vergleich gezeigt. Da war der Optimus Polaris Multifuel auch schon mit dabei. Wir wollten ihn euch nochmal im Detail vorstellen und genau das machen wir heute. Das ist das eigentliche Kochsystem. So bekommt ihr es von Optimus geliefert in diesem kleinen Packsack. Da ist auch außerdem noch drin einmal ein Werkzeug. Dazu komme ich gleich. Und dazu gibt es nochmal hier aus Aluminium so ein Windschild, was man um den Kocher drumherum bauen kann. Weiterhin ist enthalten die Benzinpumpe. Eine Flasche ist nicht mit dabei, das heißt, wenn ihr vorhabt, mit dem Kocher mit Flüssigtreibstoff zu arbeiten, braucht ihr nochmal zusätzlich eine Treibstoffflasche. Wir fangen jetzt aber mal an, mit dem Kocher mit Gas zu kochen. Erstmal grundsätzlich, was macht diesen Kocher so besonders? Der Kocher ist ein Mehrstoffkocher, das heißt, ich kann sowohl Gas als auch Flüssigbrennstoffe betreiben. Und wir haben hier eine Universaldüse eingebaut. Das heißt, ihr habt eine Düse, die funktionell mit allen Treibstoffen ist, ohne dass man die wechseln muss. Wir haben zum Beispiel von Primus, gibt es ja auch einen Multifuel-Kocher, den setze ich schon seit Jahren ein. Der hat zum Beispiel dann einen Satz Düsen dabei, da muss man die immer rausfummeln, neue Düse reinpacken. Und hier hat man eine selbstreinigende Düse, die universell genutzt werden kann. Ich habe gerade eben schon beim Sprechen das System auseinandergepackt. Ihr könnt quasi die Krallen hier ausfahren, damit ihr eine Fläche habt, um den Topf aufzustellen. Hier, das ist euer Bedienelement dann für die Treibstoffzufuhr. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Hier am Anschluss schließt ihr jetzt mal die Gaskartusche an. Die wird einfach reingedreht. Und dann kann ich schon mit Gas loslegen. Jetzt noch eins zum Betriebsmodus. Wenn ich jetzt normale Temperaturen habe, kann ich natürlich einfach mit Gas kochen. Das heißt, ich stelle das System genauso hin und kann dann loslegen. Sollte es etwas kälter sein und ihr mit Flüssiggas das Ganze betreiben wollt, dann fahrt ihr hier die Beinchen aus und dann könnt ihr die Gaspuddel auf den Kopf stellen und dann entsprechend so kochen. Wir versuchen es jetzt aber erstmal im normalen Modus. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt. Das war ein bisschen weit aufgedreht. Na, so. Stoppen wir mal die Zeit und schauen mal, wie lange der Kocher braucht, um Gas zu bedienen. Ganz wichtig beim Kochen, immer mit Deckel arbeiten, machen wir jetzt nicht, damit man immer schön reingucken kann und den Stand des Kochwassers sehen kann. Wenn ihr mit dem Deckel kocht, verkürzt ihr die Kochzeit immens. So, knapp 3 Minuten, die ersten Blasen kommen. Ich denke, das reicht jetzt mal, um das zu zeigen. Also auch mit Gas kocht er relativ schnell, unser Kocher. Der Optimus Polaris Multifuel kann natürlich auch Flüssigbrennstoff. Da könnt ihr entweder Reinbenzin nehmen oder Diesel oder Kerosin oder Petroleum. Spiritus haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Das funktioniert in der Regel nicht so gut. Aber sonst so ziemlich alles, was brennt, kann man hier nutzen, ohne die Düse auszuwechseln. Das ist die Besonderheit. Zum Betrieb klappe ich jetzt hier mal die Flügelchen ein, die für den Gasbetrieb waren. Dann brauche ich natürlich die Benzinpumpe. Die ist mit dabei, wie gesagt, die Flasche nicht. Setze ich die Pumpe ein, schraube das Ganze hier einmal zusammen. Dann verbinde ich den Kocher mit der Flasche. Hier ist jetzt auch schön, dass man so ein Gewinde hat, dass man das direkt anschrauben kann, ohne die Flasche um sich selbst zu drehen, sondern man dreht hier einfach nur das Gewinde zu und ist damit eigentlich schon fertig. So, jetzt seht ihr hier auf der Flasche ist einmal On und auf der Rückseite Off aufgedruckt und hier auf dem Drehventil auch nochmal. Das dient dazu, das eine ist quasi für die Benzinzufuhr oder die Flüssigkeitszufuhr und das andere dann zum Leerziehen des Schlauches und der Flasche. Das erzähle ich euch aber gleich. Wir machen jetzt erst einmal den Betrieb.
Was müsst ihr jetzt noch machen? Natürlich die Flüssigkeit unter Druck setzen. Das heißt, hier einmal beherzt pumpen. Es baut sich Druck in der Flasche auf. Jetzt kann ich hier aufdrehen. Und kann dann hier einmal kurz die Düse befeuchten. Dann zünde ich das einmal an. Ich habe jetzt wieder zugedreht. Also es ist wirklich nur kurz Flüssigkeit an die Düse kommen lassen. Aufdrehen. Wenn es versucht auszugehen, nochmal kurz nachzünden. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Düse schon relativ warm haben durch den Gasbetrieb. Normalerweise würde es jetzt, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden dauern. Aber jetzt sind wir schon wirklich im Flüssigbrennsystem Startmodus und können jetzt hier kochen. Das war das warme Wasser, dann nehmen wir das kalte. Und stoppen wieder die Zeit. Regel mal die Geräuschkulisse ein wenig runter. Knapp 6 Minuten haben wir jetzt gebraucht, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Also ein Ticken langsamer als mit Gas. In dem Fall jetzt hier unter den Umständen. Zum Ausschalten in diesem Fall jetzt zeige ich euch mal einen Trick, den ich immer mache. Und zwar drehe ich jetzt hier das Zufuhrventil zu. Dadurch wird jetzt der Treibstoff aus dem Schlauch leergezogen. Das kann ich hier auch wieder voll aufdrehen. Und jetzt haben wir nur noch hier die Restflamme und dann geht das System gleich aus und dann kann ich hier auch wieder zudrehen. Das ist ganz wichtig, dass ihr immer zudreht, weil sonst, wenn ihr in dem Moment, wo ihr vorne aufdreht, geht hier schon die Party los. Deswegen immer zudrehen. Das ist jetzt die Variante, wie ich es machen würde, wenn ich den Kocher mehrere Tage hintereinander einsetze. Jetzt haben wir natürlich noch Druck auf der Flasche. Den lasse ich jetzt entweichen, indem ich hier einfach einmal kurz aufdrehe. Und damit ist die Flasche druckentlastet. Der normale Weg, wenn ihr auch wirklich die Pumpe leer ziehen wollt, wäre Druck aufbauen. Ich mache es einmal noch mal kurz an, dass ihr das sehen könnt. Druck aufbauen, aufdrehen, hier auch einmal kurz an. So, und jetzt dafür ist das On und Off auf der Flasche, auf der Pumpe gut. Wenn ihr jetzt nämlich hier die Flasche umdreht, dann zieht er euch auch den ganzen Treibstoff aus der Pumpe und aus dem Schlauch. Das dauert natürlich länger, ihr seht's. Es war jetzt nicht nur der Treibstoff im Schlauch, sondern jetzt dauert es einfach einen klitzekleinen Moment, bis das System ausgeht. Deswegen, das braucht man eigentlich wirklich nur, wenn man den Treibstoff wechselt, wenn man von Benzin auf Diesel geht oder sonst irgendwas und wirklich alles sauber haben will, dann würde ich diesen Modus nutzen. Ansonsten reicht der andere Modus. Dauert ziemlich lang, obwohl ich hier volle Pulle aufgedreht habe. Jetzt fängt er an zu spucken. Und das war's. Damit habt ihr wirklich das ganze System komplett treibstofffrei. Nicht vergessen, am Ende wieder zudrehen. Ich will euch einmal noch kurz das Werkzeug erklären. Da sind einmal alle gängigen Schlüssel dran, um den Kocher eigentlich komplett zerlegen zu können. Und in der Mitte hat man einen Magnet. Der Magnet ist dafür da, um die Düse zu reinigen. Wir haben nur eine Düse, das heißt, die muss nicht ausgebaut werden. Zur Reinigung gehe ich einfach mit dem Magnet hier unten dran. Dadurch wird die Nadel nach unten gezogen und alle Schwebstoffe und Dreckpartikel können da entsprechend entweichen und somit habe ich wieder eine saubere Düse. Der Polaris Multifuel von Optimus ist wirklich ein sehr, sehr guter Mehrstoffkocher. Besonders gut gefällt uns, dass man hier nicht mit den Düsen rumhantieren muss, wie das bei anderen Herstellern ist, um auf verschiedene Treibstoffe zu wechseln, sondern hier hat man wirklich ein ziemlich wartungsfreies und sorgenfreies System, was euch relativ schnell mit Gas oder Flüssigtreibstoff eure Nahrung zubereitet oder euer Heißgetränk kocht. Einziger Nachteil bei so einem System, hat man bei allen Systemen in dieser
Konstellationen, die sind sehr, sehr laut. Also wenn Lautstärke ein Punkt für euch ist, dann solltet ihr euch nach einem leiseren System umschauen. Ansonsten das Ding bei jeder Witterung, in jeder Höhenlage, bei jeder Temperatur universell einsetzbar. Daumen hoch von uns dafür. Ihr bekommt den Optimus Polaris Multifuel bei ASMC. Der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu dem Kocher? Haben wir irgendwas vergessen, euch zu erklären? Schreibt es in die Kommentare. Nutzt ihr vielleicht auch ein Produkt von Optimus? Schreibt es uns auch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.